Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Heute geht es um den neuen Roman von Colleen Hoover, Verity. Das Ganze ist wie immer im Bult Verlag erschienen, gehört jetzt zu DTV und das Ganze kostet 14,90 € und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nummer eins, wenn ihr einen reinen Liebesroman sucht, dann seid ihr hier falsch. Ich lese ja Liebesromane und Thriller und deswegen war es für mich eigentlich genau das Richtige. Aber ich denke, wenn man einen reinen Liebesroman sucht, ist man dann sehr irritiert. Ich kann nur sagen, mich hat das Buch umgehauen. Ich habe es gehört und ich habe es an meinen beiden freien Tagen gehört und ich habe durchgehört fast. Also es war Wahnsinn. Kann ich euch auch als Hörbuch absolut empfehlen. Es geht hier um Loen. Sie ja, hat eine traumatische Erfahrung sozusagen gemacht. Sie ja, geht eine Straße entlang und dort stirbt ein Mann und sozusagen dann in ihren Armen und sie ist dann. Ja, ihre Klamotten sind von Blut durchtränkt und es hilft ihr ein junger Mann. Und ja, er gibt ihr dann auch sein Hemd, weil sie halt total blutbesudelt ist. Und er erfährt dann auch von ihr, dass ihre Mutter erst vor einer Woche gestorben ist. Und ja, sie so, sozusagen das erste Mal seitdem überhaupt das Haus verlassen hat und dann so eine Tragödie erlebt. Und er erzählt ihr halt, dass er auch schon Schlimmes erlebt hat, denn er musste seine tote Tochter aus dem Wasser ziehen. Und ja, die beiden verstehen sich auf Anhieb sehr gut. Sie trennen sich dann halt nach kurzer Zeit wieder, treffen sich dann aber erstaunlicherweise im Fahrstuhl, wo sie zum Meeting muss. Also sie ist Schriftstellerin und hat ein Meeting mit ihrem Agenten. Und dann stellt sich heraus, dass der Mann denselben Weg hat. Also, dass er auch in dieses Meeting muss. Und er stellt sich dann heraus, dass er der Ehemann einer ganz bekannten Schriftstellerin ist, die im Moment verhindert ist, ihre Thriller-Reihe weiterzuschreiben. Und ich vergesse den Namen mal. Und Loen soll für sie diese Reihe weiterschreiben. Erst weigert sie sich, aber da sie sich direkt angezogen gefühlt hat von Jeremy, stimmt sie dann doch zu. Und sie soll dann einige Tage mit in sein Haus kommen, um in dem Arbeitszimmer seiner Frau sich die Aufzeichnungen anzugucken und ja, da einfach mehr über diese Reihe zu erfahren und auch wie sie gedacht hat, wie die Protagonisten denken, etc., damit sie sich da besser reinfühlen kann. Es stellt, ich weiß gar nicht, wie viel ich erzählen darf. Ja, es stellt sich dann heraus, dass Verity, also die Frau von Jeremy, durch einen Unfall so verletzt wurde, dass sie gar nicht mehr ansprechbar ist. Also sie liegt wirklich nur im Bett, ist ein absoluter Pflegefall und ja, das ist Loen total unheimlich, mit dieser Frau dann auch noch in einem Haus zu wohnen und ja, macht dann auch noch eine erschreckende Entdeckung, die ja, je weiter sie dieser Entdeckung nachgeht, umso mehr das Blut in den Adern erfrieren lässt, so sagt man, glaube ich. Und das war schon der Hammer, was man da erfahren hat. Und dann, wenn man denkt, jetzt ist die Geschichte sozusagen zu Ende, kommt noch mal der größte Hammer überhaupt, dass ich am Schluss einfach nur noch verwirrt war, geflasht war, erstaunt, geschockt, alles in eins. Ja, also für mich ein absolutes Jahreshighlight, 5 Sterne, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Einfach der Hammer. Ich weiß auch, bin auch immer noch am Überlegen, ob ich jetzt alles
begriffen habe. Oder ob da irgendwo noch so eine Falle ist, die ich hätte bedenken sollen. Also mir hat es wirklich wahnsinnig gut gefallen. Ich kann hier einfach nur eine klare Leseempfehlung aussprechen. Mir wurde das Buch als E-Book von NetGalley zur Verfügung gestellt. Ich muss aber einfach jedes Hoover-Buch bei mir im Regal stehen haben und hatte mir das deswegen gewünscht zum Geburtstag und hat mir auch die liebe Angelika geschenkt. Vielen Dank nochmal dafür. Und ja, dass es so ein Highlight wird, hatte ich gar nicht gedacht. Aber ja, jetzt freue ich mich umso mehr. Und ich kann es euch wirklich absolut empfehlen. Dieses Buch muss man kennen. Und ich verlinke es euch auch in der Infobox, wenn ihr euch das dann näher anschauen wollt. Also von mir eine absolute Empfehlung. Und es war als Hörbuch so toll. Ich hatte erst überlegt, weil ich habe das oft bei Liebesromanen, dass mir Hörbücher nicht so gut gefallen von den Stimmen her. Und diese Stimme konnte mich von der ersten Minute an fesseln und da war für mich schon innerhalb der ersten 5 Minuten klar, dass ich das Buch hören möchte. So, das gibt's auch bei BookBeat, fand ich sehr praktisch und kann ich euch nur empfehlen und schaut da einfach mal rein. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns auch in einem der nächsten Videos. Bis dahin, tschüss.